Servus, Denise Manning. Einer von den wachsenden Gemeinden im Norden von München. Ein Punkt, der Ismaning so attraktiv macht, ist unsere gute Verkehrsanbindung. Die ist für die privaten Haushalte genauso wichtig wie für Unternehmen, Berufstätige und Reisende. Natürlich ist auch bei uns im Berufsverkehr ganz schön was los. Das spürt auch jeder. Da braucht es gute Verkehrskonzepte für unsere Zukunft. Die Gemeinde arbeitet da mit allen Beteiligten schon an Lösungen. Läuft alles rund, ist man in nur 20 Minuten in der Münchner Innenstadt und genauso schnell am Flughafen. Über die Autobahn A99 kommen die Autofahrer direkt zur A7 nach Stuttgart, zur A9 Richtung Nürnberg-Berlin, zur A94 nach Passau und zur A8 nach Salzburg und Kufstein. Die Bundesstraße B471 geht nach Garching und Aschheim. Auf der B388 kommt man direkt nach Erding und auf der M3 über Unterföhring nach München rein. Auch über die öffentlichen Verkehrsmittel ist Ismaning gut an München und ans Umland angeschlossen. Der 230er fährt nach Garching ins Forschungsgelände, der 231er fährt nach München zur U-Bahn-Station Studentenstadt. Mit dem 285er geht es über Aschheim und Feldkircher direkt zur Messe München. Und mit dem 531er sind wir mit Erding verbunden. Die Flughafen-S-Bahn-Linie 8 fährt rund um die Uhr im 20-Minuten-Takt. Ja, einmal abgesehen von einer Stunde Pause in der Nacht. Touristen und Geschäftsreisen, die brauchen heute zum Flughafen München von Ismaning aus bloß 20 Minuten. In 20 Minuten ist man aber auch in der Innenstadt und am Hauptbahnhof, von wo es nachher da in alle Himmelsrichtungen geht. Das sind doch allesamt gute Voraussetzungen für so eine fortschrittliche Gemeinde wie Ismaning. Besonders heute, wo doch die Mobilität und die Anbindung so wichtig sind. Gute Fahrt!